Hallihallo, Hallöle und herzlich willkommen zu Exorcist Minecraft. Ja, hoppala, ich fängt natürlich schon die schöne Bauweise wieder hier an, ne? Berliner Bauen kennt da ja das Problem, ne? Habe ich auch, glaube ich, schon ein paar Mal erwähnt. So, da oben haben wir wieder Eisen, sehe ich gerade. Das ist mir vorher gar nicht so aufgefallen und ich höre auch schon Zombie-Geräusche. Das heißt, in der Nähe wird es irgendwo Zombies geben, ja. Ob wir wollen oder nicht, ja, da sind Zombies. Und da ist auch Sandstone. Oh, da ist Sandstone. Übrigens die kleine Tochter von der Flintstone. Ah ne, die hieß ja Pebbles. Ja, und der andere war Bam Bam. Nee, Pebbles war nicht von denen. Bam Bam war... Oh mal, Bam Bam war von denen und Pebbles war von den Nachbarn, wa? Wie hießen die eigentlich, die Nachbarn? Gute Frage, weiß ich jetzt gar nicht. Da müsste ich echt Rätsel raten. Also, Fred Feuerstein und Wilma. Das waren die Feuersteins. Wie hieß denn die Nachbarn? Ich komme gerade beim besten Willen nicht drauf. Ich könnte ja auch theoretischerweise googeln. Lässt sich nur gerade schlecht machen. Ich müsste entweder mein Smartphone nehmen. Und das liegt irgendwo, wo auch immer. Oder ich müsste halt wirklich knallhart hier den Desktop umschalten. Dann seht ihr aber in dem Moment schwarz. Ihr seid dann sozusagen so Schwarzseher. So, dann wollen wir mal schauen. 1, 2, 3, 4, 5. Das ist wirklich 5. 1, 2, 3, 4, 5 ist auch 5. Und dann sind 3. Das sind wirklich 13. Dann wollen wir mal schauen. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5. 5. So. Das heißt also, bis dahin geht das. Ob wir wollen oder nicht. Das heißt also, wir müssen hier nochmal rausziehen. So, hier müssen wir rausziehen und hier müssen wir dann einfach mal zumachen. Nicht, dass wir da irgendwelche Spawnings direkt hinter haben und die uns immer akustisch doch so wer auf den Zeiger gehen. Genau. So, okay, passt. Hier machen wir dann auch zu. Da machen wir direkterweise eben mal hier so ein Element hin, hier ein Element hin, damit wir gleich wissen, woran wir sind. Okay. Jetzt wollen wir hier ganz professionell diesen Block hier raustrennen. Und dann haben wir nämlich wirklich gleich den kompletten Raum. Das heißt also, das ganze Zeug hier muss raus. Das, was ihr sozusagen hier noch vor euch seht, das ist nicht gerade wenig. Also, wer sich das antun will, der ist, glaube ich, gerade selber schuld. Und ich bin auch gerade selber schuld, weil ich das hier selber mache. Es gibt ja Leute, die spielen so im Kreativmodus. Ist ja alles schön und gut. Aber irgendwie wäre das für mich ein bisschen zu fade. Ja. So hat man ja noch gewisse Gefahren hier und muss sich zum Beispiel ums Essen kümmern. Ja. Gibt halt nochmal so andere Aspekte rein. Wobei es auch viele Leute gibt, die sagen, ja, dieses ganze Survival-Kram hat den Minecraft kaputt gemacht. Ja. Sagen wir mal so, Minecraft war früher mal anders gewesen. Ich kenne es ja von ganz früher halt auch noch. Es war wirklich so ein bisschen ruhiges Leo. Man hatte ja dieses ganze Survival-Zeug nicht gehabt, also mit Hunger und so. Aber es gibt halt nochmal so gewisse Aspekte, finde ich. Ja? Kann man drüber streiten. Wobei, die sich ja auch durch Mods ja auch wieder ändern lassen. Also, das ist halt schöner bei Minecraft. Ja? Wenn was ähnliches fällt, kann man das wieder ändern. Ja? Oder was ganz anderes noch hin machen. Na ja. Zum Beispiel eine Durstleiste. Na, das wäre ja auch mal der Hammer. Stellt euch mal vor, man hätte dauernd Durst. Durst ist ja realistisch gesehen noch öfters. So, wir haben keine Spitzhacke mehr. Das heißt, wir müssen uns erstmal Spitzhacken besorgen. Und mittlerweile ist der Weg ja doch ein bisschen länger geworden. Ne? Schaut euch das mal an. Ja, das sind jetzt ja doch ein paar Meter. Oh, und wir sind noch nicht auf der Oberfläche, auch wenn es hier so aussieht. Ja, wir sind hier immer noch unter Wasser. Also für die, die jetzt erst hier zugeschaltet haben und sagen, wow, was hat denn das hier für ein schöner Garten? Ja, ein Unterwassergarten. Da oben ist Wasser. Wird durch die physikalische Kraft und Energiewellen der Holzzäune aufgehalten. Ja, ja.
Hier wird eh noch was geboten. Ja, What's the Physik, wa? Ja. Die Faxe-Physik sagt man ja dann eher nicht, What's the Physik. So. Das haben wir. Dann brauchen wir auf alle Fälle Stöker. Die Stöker gibt's bei Glöckler. Und dann machen wir das mal hier so hin. Und dann machen wir hier die Bruchsteine hin. 21 Stinger. Will ich jetzt wirklich 21 Spitzhacken bauen oder eher nicht? Eher nicht. Ich werde mir ein paar rausziehen, aber 21 nicht. Das wären sogar dann mir zu viel. So erstmal. Kann ja sein, dass ich nochmal welche machen muss, aber erstmal so. So, jetzt kommen wir erstmal in die Doom-Session von Lucifer. Den hat das ja richtig gefallen. Also er hat ja offscreen nochmal richtig gesabbert. Oh man, der wüsste, dass ich jetzt hier noch diese Bogengänge um ihn gemacht habe und so. Ja, der ist ja bei der heutigen Aufnahme-Session nicht dabei, der arme Mann aus der Hölle. Der hat wieder viel zu machen. Viel zu viele Leute kommen in die Hölle wieder und ja, da ist der immer ganz schön ausgelastet, der arme Mann. Wenn die Leute sich wie es alle mal ein bisschen anständiger benehmen würden, ne? Obwohl, dann würde Luzi nachher auch arbeitslos werden. Das ist auch nicht so schön. Das gönnt man ja keinen. Besonders bei den heutigen Hartz-IV-Sätzen. Ist das überhaupt nicht lustig? Das ist ein Thema. Oh ja, das ist sehr unangenehm. Kann man über alles Witze machen, aber nicht über Hartz-IV-Sätze. Das ist nicht lustig. Nee, das geht gar nicht. Besonders dann die Single-Mutter mit drei Kindern. Und Hund. Ja. Und Raucherin. Und Alkoholikerin. Ja. Sagt man ja so bei RTL. Ja. Die typische Single-Mutter hat drei Kinder, hat einen Hund und ist noch Raucherin und Säuferin. Genau. Ja. Das ist scheiß RTL. Ja. Gibt's übrigens auch so ein tolles T-Shirt. Oh, so ein geiles T-Shirt. Mir immer überlegen gewesen, ob ich es mir hole oder nicht hole. Aber doofe ist, wo will man sowas tragen, ne? Auf einer Anti-RTL-Party vielleicht. Aber so jetzt im normalen Leben? Nö, das ist modisch überhaupt nicht so toll, ne? Wobei der Spruch irgendwie cool ist, muss ich mal sagen. Also da hat derjenige sich was Nettes einfallen lassen, wobei RTL das überhaupt nicht gefallen hatte. Ja? Da haben die eine riesige Klagerei gemacht. Ja? Da ging es erstmal wegen Verunglimpfung, dann ging es wegen Geschmacksmuster, wegen der Logo. Sache und solche Geschichten, ist ziemlich komplexes Ding gewesen. Jo. Deshalb gibt's bei mir maximal nur ein Exo-Sock-T-Shirt in Sims 4. Genau. Weil, würde man damit RL rumlaufen wollen? Mit so einem Exo-Sock-T-Shirt? Ich weiß es nicht. Ich weiß es echt nicht. Würde man das machen? Keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Wo ich es mir vielleicht vorstellen könnte, wenn ich zum Beispiel mal, sagen wir mal, Twitch machen würde und ich irgendwann umgezogen bin, mein versprochenes Studiozimmer bekomme, dann könnte ich mir vorstellen, dass man sich vielleicht eins oder zwei solche T-Shirts so extra drucken lässt oder so, das geht ja dann noch. Und dann mit Webcam. Das wäre eine Überlegung. Also bei Twitch könnte man das machen. Jetzt so für YouTube-Videos eher nicht, ja. Vor allen Dingen, ich müsste ja echt schon mal überlegen, was man bei Twitch überhaupt streamt. Müsste man auch überlegen. Eignet sich ja nicht wirklich jeder Titel. Es müsste irgendwie so ein Titel sein, der sich irgendwie so locker nebenbei spielt und mit der Community quatschen kann. Irgendwie sowas. Ja, also Solitär vor Windows geht schon mal gar nicht. Da muss man sich ja konzentrieren, ne? So, und dann müsste man natürlich gucken, dass man nicht so wie manche Twitcher so aussieht, so mit Bierbauch, dauernd irgendwelche Getränke in die Kamera hält. Das finde ich unangenehm, sowas, das muss nicht sein. Oder vor der Kamera raucht. Naja, das ist natürlich jedem selber überlassen, was er macht. Ich weiß, aber ich würde das nicht so machen. Ich hätte da schon wieder gewisse Qualitätsansprüche. Ja? So. Also, okay, ich würde sowieso nicht rauchen, weil ich ja nicht rauche. Also davon her abgesehen wäre das, würde mir das einfach fallen. Und trinken würde ich generell entweder Kaffee oder Wasser. Oder selbst, ich mache so ein bisschen Tee.
Und das halt mit einer neutralen Tasse. Oder mit einem neutralen Glas, dass man so den schönen Tee drinne sieht. Und es gibt ja schöne Farben dabei. Ja? Kommt ja drauf an, was für einen Tee man trinkt. Ja? Gibt es so schönen Grüntee. Oder man trinkt so lecker Räubusch. Schöner Schwarzer. Ne? Man könnte auch Earl Grey so trinken. Ne? So ein bisschen mit Zitrone. Earl Grey. Ja. Wäre auch eine Möglichkeit. Oder Jasmin-Tee, genau. Gibt auch so weißen Tee. Früchte. Gänsefüßchen. Tee. Gänsefüßchen. Ist ja kein Tee. Ist ja eigentlich nur ein Fruchtaufguss so. Finde ich immer lustig. Dass manche das auch wirklich so komplett als Tee bezeichnen. Aber na gut. Wird halt mit heißem Wasser gemacht. So wie Tee halt war. Ja. Aber so eigentlich genau betrachtet ist es ja kein Tee. Weil es ja keine Teepflanze ist. Aber Räubusch ist ja eigentlich auch kein Tee. Ja. Könnte sich auch ein Kräutertee machen, wenn es eigentlich so gut geht. Ja? Hustet man so den Stream voll, ist aber egal. Man tut was für die Gesundheit, weil man trinkt ja einen Kräutertee. Wäre eine Möglichkeit. So. Da haben wir es auch wieder. Wobei, wenn Stream müsste ich dann sowieso überlegen, weil dann sieht man ja nicht so viel von meinem Gesicht. Da klebt ja der Mikrofon vor. Mal so ein bisschen der Nachteil, Vorteil von Audiogeräten, welches man halt da gerade verwendet. Wobei, ich weiß nicht, ob man zum Beispiel so für so einen Twitch-Kanal, weil man ja mit so ungefähr 2000er Kilobytes Upload meistens sowas sendet, maximal, ob man da ein großes Membranmikrofon braucht. Bei so einem Video, was man natürlich bei 8000 Kilobytes erstmal recordet und dann rendert und so weiter, ist das ein bisschen was anderes. Aber da scheiden sich dann halt auch die Geister. Man könnte natürlich auch ein bisschen höheren Upload machen. Problem ist dann halt aber bei den Leuten mit dem Betrachten halt, wa? Das ist ja auch mal so eine Sache. Man will ja auch, dass die Leute sowas auch anschauen können. Wenn man nicht gerade Twitch-Partner ist oder man ist nicht irgendwie oben in der Liste, dann hat man keinen Qualitätsbutton. Das heißt also, man kann die nicht drunter skalieren. Ne? Ist halt auch nochmal so eine Sache. So, lange Rede, kurzer Sinn. Wir haben die Höhle erstmal ausgehoben. Und jetzt machen wir hier ja die Seitenwände. Ist auch nochmal ausheben und dann wieder auffüllen. Also es wird nicht weniger. Wird immer mehr. Ja? Und dann mal so schauen, was hier los ist. Oh yeah. Wobei man hört schon ein bisschen den Unterschied schon. Also nochmal auf den Twitch zurückzukommen. Ja, also gerade gedanklich. Ich habe ja mal so ein bisschen getestet schon. Ne? Also man ist ja neugierig, wie funktioniert es und so. Und hat dann mal spaßenshalber mit einer 2000er abgesendet. Weil kann man da noch von Senden sprechen? Ja, eigentlich schon. Ja, geht schon. Und hatte mal mein Headset verwendet, was ich noch im Dezember auch für die YouTube-Videos verwendet hatte. Also das Mikrofon da dran. Ne? Und dann habe ich mal dieses Mikrofon verwendet. Also man hört schon einen Unterschied. Ne? Von der Bequemlichkeit her halt, wenn man dann irgendwann später mal noch visuell mit einem Gerät arbeitet, ist natürlich das mit einem Headset besser. Da sollte man aber, glaube ich, dann eher ein anderes nehmen. Weil ich glaube, das hier ist dann eher doch zu oll. Okay, ich nehme mal wieder meine Spitzhacke. Eine neue wieder mal. So. Genau. Hui, 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 hui. Da geht was ab. Frag mich aber nicht was. So, okay. Jetzt bin ich gerade was am Überlegen. Ich habe eigentlich eine Menge Eisen. Ich
könnte mir die Farm der Hühner so halbautomatisch gestalten. Das heißt also, ich könnte mir so Trichtersysteme da unten bauen. Und dann könnte ich, die Hühner sozusagen sich hier automatisch ernten lassen. Mal sehen. So, okay, das haben wir schon mal rausgemacht. Ist da noch was? Nö, normaler Koppel. Gut, das haben wir schon mal dicht. Jetzt machen wir hier die Dinger dicht erstmal. Dann haben wir erstmal den Arbeitsschritt fertig. So. Und hier kommen dann keine Lavasäulen rein. Weil das passt hier unten dann nicht. Also hier im Hühnertempel nicht. Wobei ein Lucifer würde das wieder anders sehen. Der würde dann sagen, wow, du hast so geile Lavasäulen-Optik. Warum nicht ein Hühnertempel? Das sind dann die Evil Chickens. Ja, die Evil Chickens sind zwar evil, aber... Joa, ist so. Gut. So, langsam wird hier die Mauer fertig. Die Wand. Ist ja keine Mauer. Okay. Halleluja, wie es so schön heißt. Hier ist nochmal schöner Rotstein dahinter. Schicke Farbe eigentlich. Okay. Und dann haben wir das auch dort dicht. Ja, so sieht's dann wieder so aus. Kann man nicht großartig meckern. Ne, wäre auch ein bisschen hart. So, wollen wir mal schauen. Also einer so, einer so. Dann auf der anderen Seite auch so. 1, 2, Licht, 1, 2, Licht, 1, 2, Licht, das ist blöd, das ist asymmetrisch, das passt nicht. 1, 2, 3, Licht, okay. Machen wir den hier mal weg. 1, 2, 3, Licht, dann ist zwar hier wäre dann eine Durchgangsmöglichkeit, dann machen wir es so, genau. Dann machen wir einmal hier. Dann einmal hier, einmal da. 1, 2, 3. Und dann dort. Symmetrisch? Nö. Ist das so symmetrisch? Ja oder nö? 1, 2, 3. Sieht komisch aus. 1, 2, 3. Nee, ist jetzt richtig, aber sieht komisch aus. Sehr merkwürdig. Ist hier sehr merkwürdig alles, liebe Leute. Sehr merkwürdig. Wenn ich da was merke, das weiß ich aber auch nicht hier. Okay. Soweit haben wir's. Dann wollen wir hier noch auf der Seite machen. Das heißt also auf der Höhe. Zack, das ist hier 1, 2. 1, 2, bam. Jo, okay. Jetzt kommt die Decke wieder. Wie ihr merkt, arbeiten wir mit bestimmten Bauschema. Oh, der hat hier ein Bauschema. Das ist bestimmt Schema F. Könnte aber auch Schema G sein. Aber bestimmt nicht Schema T. Das ist es nicht. Das wird ja eher dann getrunken. So, hier schön die Decke rausziehen. Oh Mann, wenn der Luzi kommt, der wird sich wundern und sagt sich dann, was ist denn hier passiert? Der Mann war fleißig. Hoppala. Das wäre beinahe was geworden. Oh ja. Herrlich, herrlich, herrlich. Okay. Habt ihr gesehen, da hat es gerade blau aufgeflackert. Heißt, da über uns ist dann schon wieder verdammt nah das Wasser dran, ne?
Dann könnt ihr auch sagen, wir sind hier nah am Wasser gebaut. Oh yeah. Oh Gott, hat Jeb Kommentare. Oh, ein Billiard Karlauer hier. Das ist ja nicht gut. So, okay, hier können wir auch nochmal ein Stony reinziehen. Und mir kommt gerade noch eine fiese Idee. Sozusagen zur weiteren genialen Bautechnologie am Hühnertempel. Da kommt so ein bisschen wieder der Größenwahn hinaus. Ich glaube, den werde ich auch ausführen. Werde gleich schon sehen, was ich meine. Oder erst morgen. Genau, erst morgen, weil wir haben hier Folgenende, sehe ich gerade. Ja, das seht ihr heute gar nicht mehr, was ich vorhabe dann. Ja, ja, so ist manchmal das Leben. Deshalb sage ich euch allen da draußen schon mal wieder einen schönen Tag. Macht es soweit gut, lasst euch nicht ärgern. Und ja, ciao, ciao, bye, bye und cheerio.